Die komische Handkanone Phoenix da, die werde ich auf jeden Fall einsetzen, weil ich kann mich dunkel erinnern, dass die saumäßig geil war. Aber ich glaube, ich kann aber da ich leider nicht diese dumme Schnellfeuerwaffe austauschen, sondern da muss ich tatsächlich schon die sowieso schon gute Knifte hier. Ja, genau, weil ich die automatische Kanone Schuriken, weil die Predator, warte, überhaupt präzise Tüte effektiv gegen Panzer oder schwach gegen Schild und biotische Barrieren. Upgrade zur schweren Pistole für Predator. Achso, na gut, das ist die Post hochrangiger Söldner, so wie der Tech-Spezialisten, der Söldnergruppe Eclipse. Das Werbematerial für diese teure, aber mächtige Waffe zeigt ein Kroganer im Sturmangriff mit dem Slogan: Hätten Sie jetzt nicht auch gerne eine Carnifex zur Hand? Tolles Werbeslogan, aber den nehmen wir jetzt erstmal auf jeden Fall alle hier. Die hat die schon. Achso, na gut. Diese Ewin. Er kann die nicht nehmen? Achso, er könnte. Nee, das war irgendwie mit einem anderen Set, war gar nicht dabei, weil er trägt ja keine Pistole. Hat genug keine Upgrade der schweren Pistole Predator. Also muss das Ding ja quasi besser sein. Ich meine, es ist das Upgrade der Pistole. Hoffe ich mal. Ich hätte ja gerne eigentlich mal über ein paar technische Daten, wie es in Mass Effect 1 der Fall war. Kann man mit ihm noch reden? Vor der Quarantäne war mir gar nicht klar, wie gut wir es hier im Bezirk hatten. Ah ja. Tja, so ist das so. Was? Warum habe ich denn jetzt eigentlich so wenig Munition für die Knifte dabei? Mal, da könnte ich eigentlich. Fangen die gleich an zu ballern, meine Leute? Wahrscheinlich, na gut, dann müssen wir es. Wir machen das. Das bitte. Und. Das war Munition brauche ich eigentlich nicht wirklich. Was Sie haben uns gesehen. Oh, Schaden macht die Kiste auf jeden Fall, aber leider. Ah, ist ja. Das ist auf jeden Fall die Macken um der. Treffen sollte man mit der Knift auf jeden Fall. Man kann damit gar nicht mehr als 18 Schuss mitnehmen. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja, wenn man damit trifft, dann macht die auch Schaden, die Sau. Aber gut, man sollte auf jeden Fall nicht daneben treffen. Die macht das schon so ein Geräusch, als wäre es eine extrem schwere Waffe. Jungs, wir müssen hier mal kurz den Kroganer weghauen. Sonst werde ich hier gleich ganz so böse. Deckung. Wo stehe ich denn hier an der Deckung? Das ist ja also los. Oh. Alter Schwede. Also gerade gegen die Viecher ist ja. Uah, wo stehe ich denn jetzt? Da hilft doch die Panzerung nicht so viel, habe ich das Gefühl. Uah, ich will übrigens auch mal eine Panzerung haben. Ach, die Kiste ist doch schon wieder leer. Das ist nicht das Waffenwechseln, Nachladen gerade so lange gedauert. Oh, du Gott, sind das viele. Was ist denn hier los? Fliegt denn eigentlich Kugel hin? Ja, super. Jetzt hätte ich sie gebraucht. Tatsächlich, sie kann ihre dummen Effekte sofort wirken. Warum muss ich denn hier auf eine Kugel warten, bis sie da ist? Nee, da ich einen weiblichen Char spiele, hat sich das mit Männerwaffen gemacht. Warte mal. Hier, Shepard in Deckung. Die Gelegenheit ist übrigens günstig mal wieder. Meine Kugel hin. Hallo. Also meine komische. Na egal. Das ist glaube ich das vierte oder fünfte Mal, dass ich gestorben bin. Oh Mann, ey. Das gleich am Anfang. Aber das Umweltsystem war aber echt nicht lustig hier. Ich kann mich dunkel erinnern, dass das ein recht harter Kampf war. Vor allem gegen Ende. So gut, waren wir jetzt hier? Fange ich in der Klinik an? Ne, ich fange in der Klinik an. Oh, ist das ein Elend. Warte mal. 100 Credits, Mensch. Die hätte ich ja letztes Mal beinahe vergessen. Jawohl. Was? Aber ich kann doch nur 3 Schuss mitnehmen, oder? Sie können sich das Forschungsprojekt ML-77 Raketenwerfer leisten. Yay. Also einen Raketenwerfer würde ich übrigens doch irgendwie lieber nehmen, als hier so ein anderes Ding. Sollte vielleicht doch öfter mal Quicksave, fällt mir gerade so auf. Jetzt muss ich. Achso, die Carnifex, die nehme ich gleich automatisch rein. Das ist natürlich schön. Na gut, dann habe ich die ja schon. Ich bin gerade überlegen, ob die Carnifex nicht vielleicht doch ein bisschen zu heftig ist. War ich nicht F5 speichern? Ja genau, F5 war speichern. All dieweil die Kiste. 24 Schuss ist natürlich echt hart wenig, ne? Nehme Deckung! Auf der linken Seite! Ich kann da so auch rumrennen, das ist ja schön. Na gut. Wie dazu? Wir warten mal. Also diesmal war das hier auf jeden Fall nicht ganz so toll wie beim letzten Mal. Alter Schwede, ich nehme mich ganz schön unter Beschuss hier. Ich hoffe, meine Leute machen gerade alles richtig. Mann. Wie sind die da, wo ich sie vermute? Ist der über? Ja, da ich das hier sich immer regenerieren, die Freunde,
Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das andere Ding schmeißen. Übrigens, wir werden halt, machen wir hier was. Na, die Ungeschützten sind ja eigentlich kein Problem. Die könnte ich ja mit allen Mist anzaubern, die ich so allgemein hab, aber so. Das war dann auch wieder die gute Munition mit den Bloodpack-Typen, den kann ich doch sicherlich. Bam! Okay, Mörder kann auch noch gleich nochmal. Ja, die knipst das einfach nur. Das ist einfach nur Pressmüll, das Ding. Oh Gott, wo kommt der denn noch her? Aha. Achso, der lebt noch. Warum hat denn der nicht so rot leuchtende Augen, der Kollege? Oh Mann, ey. Habe ich jetzt wieder Munition für die gute Waffe? Ja, natürlich ist die gute Waffe sogar voll. Weil die so wenig Munition fasst. Also ich bin einfach nur ein mieser Schütze. Jetzt wäre das hier alles gleich viel besser. Das war nicht die beste Deckung. Schlagschuss? Ah! Ich habe übrigens noch nicht rausgefunden, ob es irgendwas bringt, auf den Kopf zu schießen. So, Team, wir müssen mal ein bisschen vorrücken hier. Das ist. Beziehungsweise ihr müsst vorrücken, ich bleib mal ein bisschen weiter hinten, weil ich kann euch wiederbeleben, und aber ihr mich nicht. Das ist echt ein Problem. Ist. Mal, kann ich gar nicht. Nee, falsche Fähigkeit, ich wollte ihn hochwerfen. Also gerade gegen die Kroganer ist es echt sinnvoll, die irgendwie mal hier so hochzuheben. Jungs, ein bisschen. Bumm. Wollt ihr gerade einen Bänder hauen? Ja, Jungs, macht ihn bitte mal kaputt. Ich habe nur noch ein einziges Kugelmagazin. Die ich übrigens daneben gesetzt habe. Bam! Was, das reicht nicht? Jetzt heilt er sich gleich wieder, das sehe ich doch. Er darf sich nicht heilen! Oh Gott, was macht denn mein Team hier eigentlich die ganze Zeit? Das scheint ja nicht so daran interessiert zu sein, Gegner umzuhauen, habe ich das Gefühl. Jungs, ihr könnt übrigens mal hier nach vorne rücken. Ja, weil sonst ist hier. Sonst stehe ich hier gleich wieder vor, alleine vor, und das finde ich irgendwie doof. Komme ich irgendwie rüber? Nee, da komme ich natürlich nicht rüber. War ja klar. Im Spiel, wo man nicht springen kann, kommt man ja nirgendwo rüber. So, habe ich jetzt eigentlich wieder Munition für die gute Waffe? Hoffe zumindest. 13 Schuss. Naja, muss reichen. So, dann. Hallo, Freunde der Sonne. Oh, ach du. Kann das sein, dass der mit einem Granatwerfer schießt? Vielleicht ist das richtig gesehen hat. Ey, wer bist du denn noch? Gott. Ja, aua. Bam. Okay, das war die letzte Kugel und jetzt, ja, Kräfte während der Abklingzeit. Sag mal, kann das sein, dass wenn ich die einmal befehligt habe, dass die ganze Zeit doof durch die Gegend latschen? Also, halt eben nicht, weil sie halt stehen bleiben. Das nervt mich ja ein bisschen. Jungs, Angriff. Ihr sollt ihr eigentlich nur umhauen. Das ist eigentlich egal wie. Bam! Ich könnte einfach. Die Abklingzeit ist aber echt schon zu gering, muss ich sagen. Also ich stehe jetzt. Naja, diesmal ging es zwar auf jeden Fall einfach. Ich kann nicht mal speichern im Kampf. Ist das ein Elend? So. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Surprise! Wie kommen denn da noch? Ich denke mal, hier bin ich richtig. Also ich will irgendwie immer die drei drücken. Alter, hätte mich das aufgeregt, wenn der mich jetzt noch mit seinen letzten halben Balken dem umgehauen hätte. Wo ist mein Personal? Das lebt anscheinend noch. Ich weiß schon. Ich wette, die hocken immer noch da, wo ich sie vorhin zurückgelassen habe. Ich kenne die doch. Verstanden, bestätige. Ja gut, ich höre sie hinter mir. Das ist natürlich klasse. Gut, dann habe ich wieder. Ach, die Carnifex, ja, ich erinnere mich dunkel, dass die Kniff so wenig Munition hatte. Das ist echt ein Problem. Ich meine, die macht ja gut Schaden, aber. Das ist vielleicht für jemanden wie mich nicht so die beste Waffe. Oh, ein Spielterminal? Ach, da kann ich ja Geld rausholen. Was brauche ich? Das da sieht gut aus. Was brauche ich jetzt? Das mit den vielen Punkten. Also, das da. Nein, was? Das war das falsche? Ups, da. Nein! Verdammt, jetzt bin ich da drauf gekommen. Da! Läuft ja halt wieder alles schief, weil ich wieder unaufmerksam bin. Unaufmerksam. Nee, warte, das ist nicht das gleiche. Unaufmerksamkeit ist ja. Ein großes Problem. Ist das Richtige. So, zwei blaue Zeilen. Na, kommt nicht, wa? Nee, ist es auch nicht. Also zwei blaue Zeilen ohne Grün drinne vor allen Dingen. Mann! Das sieht gut aus. Ah, Zeit ist eigentlich sogar halbwegs knapp geworden. Ne? Voller Zugriff, ja. Firewall entfernen. Das ist eine Firewall ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt das, was an deinem Hacken hindert. Das ist ja meistens eher das, was anderes. Und die Firewall ist ja eher dazu da, irgendwie so lustige Angriffe. Das ist nicht euer Ernst, Freunde. Kann ich denen irgendwie sagen, dass die wieder frei umherlaufen sollen? Bestätige! Ich meine, ich möchte die jetzt nicht die ganze Zeit so nach vorne schicken. Das,
Ich möchte ja eigentlich, dass die, sobald ich mich ein bisschen zu weit von denen entfernt habe, dass die in den freien Kampf übergehen, weil das ich habe nicht die ganze Zeit, die irgendwie andauern zu... Achso, ich muss hier auf Stadthecken drücken. Ich habe nicht die Zeit, um die ganze Zeit zu befehlen. Kann das sein, dass es jetzt mehr verschiedene Codestücke gibt? Also, auf jeden Fall sehen die jetzt... Wie bin ich der Meinung, dass ich mich beinahe manövriert hier irgendwo zu sein, wo ich gar nicht sein wollte. Ach, drei Versuche übrig. Ja, ich habe sogar noch eine begrenzte Anzahl Versuchen. Mensch. So, das ist klare Währung, bla bla bla, die Credits. Welch Zufall. Könnte natürlich auch einfach nur eine Übersetzung heißen. So, was ist denn hier eigentlich die... Das komische Luftbeleuchtungssystem hier. Also mir müsste das ja eigentlich nichts ausmachen. Ich trage ja eigentlich einen Raumanzug, ne? Bitte, ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Hey! Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst nun mal... Achtung! Keine Bewegung! Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Wenn er stirbt, sind Sie dran. Gruppe rufen? Er ist nicht mein Freund. Niemand muss sterben. Ja, niemand muss sterben. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Vor den Vorcha, vor der Seuche. Aber dieser Mann trägt daran keine Schuld. Wenn er das Virus verbreitet, was will er dann im Gebiet der Vorcha? Die sind dagegen immun. Sie hat recht. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir den Gefangenen freilassen, können wir also gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Lasst ihn gehen. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Tja, ich kann Ihnen nicht mehr. Klar, hau ab. Wir hatten einen Deal. Rechtschaffen hat bei Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, doch, doch. Ich dachte wirklich... Da liegt Medipack. Es wäre um mich geschehen. Hat Morden Sie auf die Suche nach mir geschickt? Ja, der braucht dich. Der Professor könnte Ihre Hilfe gerade jetzt gut gebrauchen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Freiwillige. Ja. In Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Vielen Dank nochmal. Ich schulde Ihnen, naja, alles. Dein Leben, das nehme ich mir jetzt auch. Nein, ich bin natürlich freundlich. 40 Erfahrung, ich müsste noch ein bisschen Rechtschaffenheit gekriegt haben. Hier vorher, Medigear. Ich glaube, achso, das... es wurde mir normalerweise Medigear geben, aber da ich, dass ich schon welche, dass ich schon voll habe, und zwar drei, kriege ich natürlich keins. Kann ich ja nicht... über den Tisch kann ich wieder rüberspringen, ist ja toll. Oh, das hört sich schon wieder so nach Watcher an. Boah. Warte mal, ich habe gerade überlegt, ich sollte vielleicht... Achso, er hat jetzt komische Kollektoren. Er soll mal das Scharfschützengewehr nehmen. Und sie soll mal die Carnifex nehmen. Hab ich gerade die mit einem Schuss weggehauen? Na bitte. Also, mehr als drei Gegner gleichzeitig dürfen aber echt nicht kommen, ne? Das gibt mir die Munition aus. Hä? Haben die keine fallen lassen? Doch, haben sie. Ja, es läuft über die Tür davon, geht ja gar nicht auf. Ja, Grimpf. Wie geht's denn hier weiter? Ach, die Treppe vielleicht runter. Ich kann mich erinnern, das war ein relativ großer, freier Raum, dieses komische Beleuchtungsanlagenzeug. Naja, wissen schon. Was ist das denn? Jetzt, Raketenwerfer. Bestätige. Warum hat er denn da eigentlich für unendlich Munition für seinen dummen Raketenwerfer? So. Das war ein... Oh, jetzt. Aua. Wenn das hier mit Raketenwerfer durch die Gegend ballern, finde ich ja gar nicht gut. Vor allen Dingen, wo bleibt eigentlich mein Scharfschütze? Wo habe ich den denn überhaupt da, den Kollegen? Ich finde gerade einen, da stehen ja auch... Aua. Also mehr als zwei Raketen darf ich auf jeden Fall nicht abziehen. Ich werde irgendwo von der Seite angeschossen, wa? Nö. Kommt das her? Hä? Ach, da drüben! So. Die letzte Kugel, wa? Na gut, dann müssen wir zaubern ab jetzt. Zaubern, sag ich! So, und ich suche in der Zwischenzeit Munition, Freunde. Ihr macht da mal Druck ein bisschen. Ist der anscheinend alle tot, ne? Na gut, dann ist ja alles gut. Außer ich mit einer Waffe ohne Munition. Was, ich kann 5 Schuss für den Granatwerfer? Okay, ich soll den Granatwerfer vielleicht doch öfter mal einsetzen. Ich dachte endlich, ich kann weniger Munition mit den Knüpfen mitnehmen. Jawohl, ich habe Munition gefunden. Ja, dass man nicht, wie eigentlich mittlerweile üblich in jedem Spiel, so viel Munition mitnehmen kann, wie man maximal tragen kann. Nein. Oh, warte. Jetzt. Der Schuss muss sitzen. Ich glaube, der saß, aber auch nur so halb, wie ich mir das... Also nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, auf jeden Fall. Ah,
Ja, 4 Schuss reichen für den Gegner. Achso, Jungs, kommt mal bitte hier. Nein, wieder die falsche Fähigkeit. Ich wollte doch die andere. Weil das mit seiner Panzerung einfach wegsteckt. Hier, das da wollte ich. Das ist nämlich viel effizienter gegen die Kollegen. Jawohl. Ah, da ist ja noch einer von der Bande. Wenda, tu mal was. Tu was. Ja, ich schieße auch, aber mit diesem. Genau. Hallo. Oh, kotzt mich das an. Weil ich bin. Ich bin Ewigkeiten lang nicht von dieser dummen Deckung. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin Ewigkeiten lang nicht von dieser dummen Deckung losgekommen, ne? Das nervt mich. Hallo. Okay, jetzt bin ich wirklich ein bisschen genervt. Weil das habe ich, glaube ich, mittlerweile in 5 oder 6 Let's Plays erwähnt, dass ich besonders, also dass ich nicht genervt bin, wenn ich irgendwie sterbe oder rumfehle, weil irgendwie die Gegner zu schwach sind oder ich mich doof angestellt habe, sondern ich rege mich besonders dann auf, wenn die Steuerung nicht so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Also wenn ich auf was klicke und es passiert nichts. Oder genau das Gegenteil von dem, was ich will. Jetzt wäre der hier. Weil das ist nämlich richtig nervig, wenn man denkt, ja, du machst das und das und das und dann machst du das. Und dieser eine Typ ist da gerade in die Ecke gekommen und ich bin partout nicht von der Deckung weggekommen, egal was ich geklickt habe. Und dann hat er erst mal sein halbes Magazin. Was, der lebt noch? Und dadurch könnte er sein halbes Magazin mehr leeren, was mich echt extremst aufgeregt hat, so Jungs. Also die so richtig treffsichersten ist er aber nicht. So gut, ja, scheinbar auch nicht. Was, der lebt immer noch? Ich sollte vielleicht mal mein Scharfschützen mal einstellen hier und du nimmst bitte auch das andere Ding. Wechseln Sie erledigt. Ach, ich konnte den vorher gar nicht treffen, egal was ich gemacht hätte. Also ich frage mich, ernsthaft, was mein Scharfschützen den ganzen Tag macht? Ah, wofür habe ich denn einen Scharfschützen bei? Die Explosivtanks scheint ja... Ja, Tech-Überlastung hier. Warum stehst du ja nicht so weit vorne, Wender? Aber du könntest direkt mal... Ach, du kannst mal nicht. Ja, da aber es wieder. Ich komme nicht von der Deckung los, egal was ich mache. Weil dieses Deckungssystem ist so broken. Ah, lass die Deckung los, Gott! Weil dieses Deckungssystem ist so kaputt. Statt, dass man eine Taste drücken muss, um hinter der Deckung zu bleiben. Nein. Die Decken geht schon alleine, man kommt nur von der Decken los, wenn man eine Taste drückt. Nicht, weil das funktioniert richtig. Und das ist einfach nur hässlich, weil... Ich muss eine Leertaste drücken, um an den Decken ranzukommen. Richtig, aber dann... komme ich nicht wieder los. Was nicht schnell. Ich kann von der Decken auch nicht wegrennen. Warte mal jetzt... warte mal, mach ich mal kurz hier. Oh, ja, natürlich, natürlich. Wo kommst du denn jetzt? Wo kommt er denn jetzt auf einmal her? Ich war gerade voll darauf eingestellt, dass ich die anderen Typen da hinten platt mache. Hat der ein Schild eigentlich? Ah, bitte. Wer sind die denn da hinten eigentlich noch? Also die erhöhte Position da ist, glaube ich, nicht so gut für die. Er scheint aber mit seinen Scharfschützengewehr ganz guten Schaden zu verteilen. Naja, ist ja gut. So, jetzt kommt der Granatwerfer zum Einsatz. Nein, 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 nein. So, jetzt kann ich speichern? Nein, ich kann natürlich nicht speichern. Warum sollte ich denn speichern können auch? Also... Das regt mich ja auf. Oh Mann, ey. Also ich merke schon wieder, wie schlechte Laune kriege. Das will ich eigentlich gar nicht. Oh Mann, ey. Ja, da ist das! Das ist immer wieder das Gleiche! Ich kann mich keinen Millimeter bewegen. Da! Und ich kann vor allen Dingen nicht speichern. Das regt mich auf. Da! Na gut, solange ich mich darüber noch selber lustig machen kann, wie ich mich aufrege, ist es, glaube ich, noch gar nicht so schlimm. Also, ich glaube, man sollte auch aufhören zu spielen, wenn man sich so sehr aufregt. Feinde! Warte mal, ich könnte ja auch einfach mal hier mit ein bisschen... Hä? Warum ist denn der jetzt auf einmal auf der anderen Seite? Das war... Ich hab keine Schilde! Jetzt kommt's! Wahnsinnsschuss! Ja, finde ich auch. So, Munition, Freunde. Munition, Munition, Munition. Hatte keiner was... Ich hatte wirklich keiner was Feindes, hatte ich das Gefühl. Ach, na toll. Na ah, toll. Ah, ich glaube, ich doch einen Infiltrator spielen soll. Hätte ich es wissen, hätte ich die Jungs alle wegsnipern können. Das wäre mir deutlich besser. Verstanden. Alles klar. Ja, genau. Sie rennt. Guck da, da. Ich komme nicht von dieser dummen Deckung weg. Ich muss quasi erst komplett weggucken. Böse Tech-Überlastung aus. Watcher Schläger ist das. Aua.
So, ich glaube, der ist hinüber. Ja. Also mein Scharfschütze im Team scheint... Wie, der andere lebt da auch noch? Also mein Scharfschütze im Team scheint es ja nicht notwendig zu erachten, irgendwie mal die Leute hier auszuschalten. Zum Munition sollte ich vielleicht... Ja, das habe ich nicht nachgeladen vorher, oder was? Ach, Mann. Jetzt bin ich... Wie, er lebt auch noch? Die da unten, die treffen. Und ich sollte vielleicht die da unten erstmal von hier oben kaputt machen. Und der regeneriert sich im Laufen. Die Regeneration hätten so ein bisschen schwächer machen können. Ich meine, ich regeneriere mich ja auch nicht in eine Sekunde, nachdem ich angeschossen wurde. Übrigens, da unten ist der Ventilatorraum. Also, ich denke mal... Da bin ich... Das ist, glaube ich, der Nachteil an Waffen mit niedriger Munition. Ich krieg die Leute nicht tot. Oh, jetzt kriegt meine Waffen noch alle. Weil... In dem Moment, in dem ich nachladen muss, regenerieren die Typen sich wieder voll. So, und nachladen, die regenerieren wieder voll. Warum jetzt er auf einmal rechts ist, das verstehe ich ja gar nicht. Oh Mann, ey. Ja, aber nicht da unten zu stehen ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil die Typen kommen, haben anscheinend auch kein Bedürfnis raufzukommen. Das finde ich schon mal super. Gut, die Truhe hat das fast... Die Kugel hat das fast getroffen. Das war zwar so nicht geplant, aber... Sag mal, was macht eigentlich mein Team hier? Also ich sehe ja, dass ich den Feind allein... Komm mal mit. Die sind auch nicht wirklich nützlich, mein Team.